Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und liebe, genau, da lang gehen, da lang wollen wir gehen. Heute werden wir den nächsten Mord durchführen und wir schleichen uns gerade nämlich rein in die Burg. Und es scheint zu funktionieren. Toller Plan, ne? Ich meine, ich bin zwar ein Geistlicher, aber ein fettes Messer auf dem Rücken. Und ein Schwert an der Seite. Ja, das muss auf jeden Fall ein Geistlicher sein. Und vor allem, ich trage Assassinfarben. Was? Nein? Hey? Okay. Ich bete, glaube ich, jetzt weiter in diese Richtung. So, wo ist denn unser Hans-Dieter? Wir suchen jetzt erstmal. Wobei, momentan zeigt er uns noch der Punkt an, wo er ist. Huch! Hoppla. Seid stark! So stark wie Salah al-Din! Und waffnet euch gegen eure Feinde! Irgendwo kommt mir das ein bisschen zu bekannt vor. Na gut, ich hab's auch dutzende Male gespielt. Mein Zero-Sinn sagt nichts Gutes. Aber gut, gehen wir erstmal rein. Ja! Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupfeifen. Chen, ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen, zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Okay. Ja, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht. Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Ich habe ein paar Leute erstochen, aber freiwillig. Was ist? Habt ihr Angst? Der Bogenschütze. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Wurfmesser in den Kopf. Herunter. Wurfmesser. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Tja, ich bin der Kontermeister, mein Freund. Hey, das ist jetzt nicht fair. Das wird euch eine Lehre. Ach, der lebt ja noch. Hey, lasst mich doch mal... Ich werde euch alle umbringen. Ich könnte zwar jetzt einfach hochlaufen, aber ich denke mir einfach, nö. Zack. Ich würde gerne mal versuchen, mit dem hier zu kontern. Okay. Einfach nicht so leicht. Aber das trainiert. Na komm. Gut, 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 gut. Ihr Taugenichte, was ist los mit euch? Ihr kämpft nur gegen ein kleines Messer. Und ihr verliert. So. Dann wollen wir mal den Stößel suchen. Oh, jetzt läufst du weg, ne? Jetzt läufst du weg. Und wer bist du denn? Au. Ach Mann, ich wollte dich stechen. Gut, habe ich jetzt auch gemacht, aber anders.
Ach, Alter, ihr. Weißt du, du kannst 1 Milliarde Leute töten, aber kannst keine Leiter aufsteigen. Ja, okay, die Verfolgungsjagd, Freunde. Ich könnte einfach so machen, ne? Hey! Ich könnte einfach so machen. Lasst mich in Frieden! Alter! Was soll denn das? Werft euch nicht da in den Weg! Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Aus dem Weg, ihr Penner! Weg mit dir, weg! Ha! Hab dich gefunden. Getroffen, meine ich. Okay, muss ich jetzt meine Skills einsetzen, ja? Du wirst mir nicht entkommen. Und meine Klinge die gar nicht ausgewählt. Jetzt aber. Weg mit dir, weg! Ja, ganz genau das wollte ich. Danke, Alter hier. Ach, Alter hier. Wachen! Wachen! Zu den Waffen! Die Straße sind draußen vom Blut. Wo seid ihr schon wieder hin? Ach, da bist du doch. Ah. Manchmal schlagen sie so langsam zu, dass man gar nicht reagieren kann. Ja, super. Der Wille des Adlers. Bleibt stehen! Ihr könnt nicht. Zack! Da ist ein Resort. Hör auf, auf den Boden zu gucken, kämpfe! Dann guck dir erstmal auf den Boden, wie es deinen Schuhen geht. Okay, das war Glück. Ich habe nämlich nichts gesehen durch den Baum. Ja, komm. Ja, komm. No, angetäuscht. Angetäuscht hat er, ja? Nein. Aber das trainiert. Das trainiert, Freunde. Mmh, lecker, lecker, lecker. Jetzt hör auf. Der täuscht hier die ganze Zeit vor. Ist irritiert. Oh. Okay. Du willst also einen Schwertkampf haben, ja? Au. Oh Gott. Okay. Ich würde sagen, das ist knapp. Nein! Oh mein Gott, ich wurde fertig gemacht im Schwertkampf. Ich wurde fertig gemacht im Schwertkampf. Ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg. Hol mir deinen Kopf! Du kannst nicht davonlaufen! Kann ich schon irgendwo. Das wird euch eine Lehre sein. So, ich lock sie erstmal weg. Ach Mann! Alter ihr, du musst nur die Leiter treffen. Mehr musst du nicht. Haltet ihn fern von mir. Dankeschön. Och, jetzt. Lass doch. Was zum. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Hallo. Kannst du mal die Wände in Ruhe lassen? Nein, ich will nicht. Okay, okay. Ihr wollt es nicht anders, ja? Jetzt seid ihr tot. Ihr habt mich erzürnt. Da, zu Schäden, du Arsch. So, ich werde jetzt meinen Schwertkampf so übelst trainieren, dass ich wieder komplett drin bin. Früher war ich unantastbar. Und jetzt? Jetzt schafft ihr es vielleicht nochmal, mich ab und zu mal zu treffen. Wow. Jetzt hör auf damit! Oh. Okay. Wieso bewegt sich einer noch? Okay, dann wollen wir es mal ein bisschen schneller machen, wa? Na komm. Au. Da. Okay.
dann wollen wir uns jetzt mal holen. Jetzt ist aber Schluss mit lustig hier, ne? Weg mit dir, weg! Ach, ich hab... Ah. Hilfe! Aus dem Weg! So. Wo ist er hin? Hau ab! Lass ab! Alter, komm her! Hau ab! Ah, ja! Schmecke meine Klinge! Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschütteln. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Die denken alle mal das Richtige zu tun, ne? So ein bisschen seltsam. Wir rennen mal direkt zum Turm hier vorne. Zum Aussichtspunkt. Nehmen wir mal gleich mit ein, falls wir nicht runtergeworfen werden. Nein! Lasst mich in Ruhe, oder ich töte euch. Warum stand er da gerade? Keine Ahnung. Ich glaube, das war eins der schweren Gebäude, die man besteigen könnte. Bin mir da nicht ganz so sicher. Irgendein Gebäude war so schwer, wenn man ihn nur von einer Seite besteigen konnte. Nee, das war es dann doch nicht. Oh. Hallo, wie geht's? So, und da wären wir auch schon. Da ist ja schon unser Adlernest. Frage ist immer, wer baut diese Dinger da überhaupt hin? Das ist irgendwie die Frage. Ach, schön. Jetzt müssen wir nur noch... Oh. Er ist wohl in einen anderen Bezirk zurückkehren. Gehen wir. Ja, haut ab. Jetzt kommen sie alle aus der Ecke oder was? Ich will hier raus. Okay, da kommt jemand. Wir schleichen uns mal in die Ecke. Sehr schön. Und hoch. Okay. Mal gucken, ob hier irgendwo eine Wache ist. Keine in der Nähe. Super. Wir wollen in die Richtung da hinten. Das heißt, wir laufen mal hier entlang. Ich glaube, das ist der beste Weg. Hier geht's runter, da wollen wir ja nicht runter. Das heißt, wir springen hier entlang. Immer schön auf den Dächern bleiben, Freunde. Hier ist es sicher für uns. Derzeit noch. Oh, nein!
Ich wollte nicht springen. Warum hält er sich nicht fest? The fuck. So. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Huch. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Der Typ mag mich einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich bin doch immer so freundlich zu ihm gewesen. Das Blut eines Sklavenhändlers. Ich kann mich übrigens nicht bewegen. Ah, jetzt. Ich glaube, wir kehren in die Wirklichkeit zurück. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Dürre. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ich liege den ganzen Tag. Nein, nein, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig, seinen Stift zu klauen, ne? Ah, mein Stift! Naja, vielleicht ein anderes Mal. Ach, das Ding, diese Furzgeräusche hier? Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Naja, ich bezweifle, dass er irgendwie dein Leben gerettet hat. Na gut. Wie, er rettete Ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Wittig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal 1 Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Ein Gast der Firma? Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott. Das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von... Was? Einer von... Was? Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich.
Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer, ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Waren das Assassinen? Waren das vielleicht Assassinen, die sie holen wollten? Verdammt, wir haben einen Teil des Gesprächs nicht mitbekommen, ne? Mist! Oder war das so eine Art Einschüchterungstaktik? Gar nicht müde? Nein, ich wollte den Computer. Okay, gut. Ja, wir können jetzt leider nichts machen. Wir versuchen morgen mal den Stift zu klauen. Ich will diesen Stift haben, ich weiß nicht. Jemand war hier drin. Jemand war hier drin. Sieht aus wie ein Zugangscode. Ein Zugangscode? Für was? Aha. Jetzt alleine hier? Ja, so kommt man auch an den Stift. Okay. Ich wollte ihn endlich klauen. Zugriff gewährt. Willkommen, Lucy. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir kümmern uns morgen um die E-Mails und gucken, was wir mit dem Zugangscode noch so alles anstellen können hier in unseren Räumlichkeiten. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir wissen auch, dass wir mit dem Stift wahrscheinlich hier an den Computer können. Ja. Haut rein, euer Zero. Tschüss.